Gruppenspiel Nummer 3 für Deutschland gegen Costa Rica ist man in der klaren Favoritenrolle, muss mit 2 Toren Unterschied gewinnen, um die wohl komfortabelste Ausgangslage zu haben, denn dann darf Japan schlicht und ergreifend einfach nicht gegen Spanien gewinnen. Ansonsten geht das Hin- und Hergerechne los, aber Costa Rica sollte man zumindest mal schlagen. Dass es ein 7 oder 8-0 wird, dass das Torverhältnis ganz egal ist, das wird wohl nicht so sein, obwohl es gut losging. 9. Minute, Niklas Füllkrug von Beginn an auf dem Feld, legt auf für Serge Gnabry. Gnabry, der Münchner, der relativ unauffällig spielte gegen Japan und vor allem gegen Spanien, machte es hier nun besser. Und es ging gut weiter, 33. Minute, Jamal Musiala, jetzt wird er dann wohl doch wieder ein paar Augen zudrücken können. War ja frustriert über seine Riesenmöglichkeit gegen Spanien, aber das ist ihm schon lange verziehen. Aber kurz vor der Pause meldete sich dann auch Costa Rica mal zu Wort. Darf man ja auch nicht vergessen, sie schafften das, was für Deutschland unmöglich schien, und zwar Japan zu besiegen. Ein 1:0 und ja, so ein Sieg heute gegen Deutschland würde dann wiederum theoretische Möglichkeiten auf die K.O.-Runde für Costa Rica bedeuten. Aber Neuer, wenig gefordert, wenn, war er aber zur Stelle. Und Deutschland wollte hier nachsetzen. Sané auf Havertz. Leroy Sané neben Niklas Füllkrug und Klostermann. Ja, die drei wichtigen Männer, die reingekommen sind. Da ging richtig viel danach gegen Spanien. Und dementsprechend war vor allem Sané heute wieder im Fokus. Gündoğan in der 77. Minute mittlerweile auf dem Feld mit dem 3:0 der Entscheidung. Klar war aber auch, das würde hier kein allzu hochkanter Sieg mehr werden. Also Japan durfte nicht gegen Spanien gewinnen. Ansonsten wäre das hier alles für die Katz. 0:4 noch in der 92. Minute. Starker Ball von Müller. Havertz mit dem traumhaften Lupfer. Navas ohne Chance. Deutschland erledigt damit also seine Hausaufgaben, gewinnt mit 4:0 klar und deutlich, hochverdient in einem starken Spiel und wird vermutlich weiterkommen.